Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ich sehe aus wie ein alter Opa, hä? Müssen wir ändern. So, ist es jetzt besser, hä? Also, in diesem Video geht es ein bisschen über meine Reparaturen, was ich hier so gemacht habe und auch ein bisschen über die Kosten, was für Kosten ich habe am Vario selber. Ja, und auch ein bisschen ein Ausblick, was ich in Zukunft mache, beziehungsweise wohin ich reise. Und die manche wissen es schon, die haben es von anderen Videos gehört. Ja, egal, jetzt kommt's auch von mir noch. Okay, dann legen wir los. Eines ist, was ich mache, neu machen muss, ist der Durchstieg, die Dichtung hier, musste ich leider alles wegnehmen, weil da die Dichtungsgummi ein bisschen bei mir die Farbe abgeschabt habt. Ich zeige es euch auf diesen Fotos. Also 3 Jahre hat es gehalten, 3 ganze Jahre immerhin. Und zwar wurde dieses Teflonband durchgescheuert von diesem Gummi. Die haben ein bisschen zu fest hingedrückt. Und wurde halt durchgescheuert, ich habe es kontrolliert, jetzt habe ich alle Gummis weggenommen, das Teflonband auch weggenommen, habe mir eins gekauft, das 100 mm breit ist und jetzt montiere ich hier noch einen zweiten Gummi hin, außen, und dann sollte eigentlich Ruhe sein. Ich gucke aber, dass der diesmal nicht so viel Anpressdruck hat. Genau, da waren 2 Gummis und jetzt mache ich da neu, ist das ein Kompriband, wo ich da mit Stoff belegt habe, damit das Ganze schön hin und her läuft. Das alleine reicht aber nicht, es nimmt zwar ein paar Dezibel weg, über 40, aber es ist nicht so leise wie vorher. Jetzt kommt noch ein zweiter Gummi. Unterdessen habe ich hier den Gummi noch hingemacht, einen zweiten hier, weniger Anpressdruck jetzt, ich hoffe es reicht, ihr seht es da, also rundherum jetzt doppelt isoliert, ich hoffe, dass das jetzt soweit länger als 3 Jahre hält. Noch was, damit ich es immer wieder wegnehmen kann, habe ich es diesmal verschraubt, jetzt kann ich die eigentlich einfach demontieren. Und falls was ist. Ja, weiter mache ich noch eine zusätzliche Luftfeder rein. Über das gibt es aber ein extra Video, aber da habe ich schon mal die Bedienpanels Druck ablassen und Druck auflasten. Da bin ich mittendrin und warte jetzt noch auf die ganzen Halter, aber da gibt es ein extra Video. Ja, weiter habe ich natürlich das Öl wieder gewechselt. Ich wechsle das Öl eigentlich häufig. Vor Marokko, vor der Reise, ich habe glaube 10.000 Kilometer gemacht, hatte ich da ein so halbsynthetisches Öl drin. Das kann man nicht so lange drin lassen. Deswegen habe ich es jetzt gewechselt. Das war mehr eine Innenreinigung vom Motor. Jetzt ist wieder vollsynthetisches drin und das lasse ich jetzt wieder ein Weilchen drin, bis ich in die Länder reise, wo eventuell der Schwefelgehalt hoch ist. Dann werde ich es wieder wechseln. Ja, und jetzt gehen wir mal unter das Fahrzeug. Und zwar habe ich, vielleicht fällt es euch auf hier, da fehlt doch was. Jawohl, der Stabilisator habe ich ausgebaut. Der ist da angemacht gewesen. Der ist jetzt weg, der ist nicht mehr dabei. Braucht es nicht bei einem 4x4 Fahrzeug. Weil ich habe da einen Holländer in der Wüste getroffen, bei dem war der draußen und ja, das ging problemlos. Ich habe jetzt auch schon rumgefahren und man merkt das praktisch nicht. Also ist besser, weil jetzt ist die Gelenkigkeit der Räder besser gegeben. Das ist ein Kurvenstabilisator, der hat die Aufgabe, wenn man jetzt in die Kurve fährt, dann kippt ja die Kabine mit der Fliehkraft nach außen und diese Stabilisator drücken dann das eine Rad wieder hoch, dass die Kabine dadurch wieder in die entgegengesetzte Richtung
kommt. Das ist der Sinn eines Stabilisators. Hinten sind sie noch drin, weil sonst würde die echt zu fest kippen. Aber vorne ist es nicht nötig bei einem Offroad-Fahrzeug. Und dadurch im Gelände natürlich kann die Achse sich voll frei bewegen. Deswegen habe ich die rausgemacht und die kommt nicht mehr rein. Ja, und hinten bei den Stoßdämpfer hatte ich auch immer Probleme, abgebrochene Schrauben. Da habe ich jetzt auch was geändert und das zeige ich euch jetzt. Genau, ihr seht, hier habe ich ein Stahlstück angeschweißt, längere Schraube und hinten eine Mutter zum Kontern. Dadurch kommt kein Loctite mehr rein, falls die abbricht, dass ich die besser rauskriege. Und nehme jetzt aber wieder nur die 10,9er Härte Schrauben, weil auch die 12,9er sind mir abgebrochen. Und vielleicht sind die ein bisschen jetzt flexibler und durch diesen Halter vielleicht stützt es ihn ein bisschen besser. Ich werde sehen, ob sie immer noch abbrechen. Vielleicht hilft's, vielleicht ist es zu wenig. So, weiter habe ich meine Tankkapazität erhöht. Hier hinten habe ich 5x35 Liter drin, schön ja, eingebaut, beziehungsweise ich kann die rausnehmen oder ein Brett davor tun, damit man es nicht gleich sieht. Das ist vor allem in den Ländern, wo der Sprit halt günstig ist. Ich fahre jetzt nach Kasachstan, da ist er irgendwie bei 35 Cent und da macht man natürlich immer voll. Also 5x35, 175 Liter hinten und hier habe ich nochmal 60x20 Liter. Die haben schön Platz in der Breite. Nochmal 120 Liter, das sind also 6 Stück insgesamt. Da bin ich bereits schon bei 295, wenn ich mich nicht verrechnet habe, genau. Und weiter. So, der letzte Kanister hier, ein 30 Liter Kanister, der hat da schön Platz, weil da sind die Räder, Hundedecken, tipptopp. Also, dann bin ich bei 325 Liter zusätzlich. Zu meinem 400 Liter Tank, da bin ich also bei 725 plus noch ein 10 Liter Reserve, der ist ja hier drin. Den habe ich aber nur bei Offroad-Fahrten, wenn der große Tank fast leer ist. Genau, also damit komme ich ja fast 4000 Kilometer weit. Also im günstigen Land tanken und dann fahren, fahren, fahren und bei 4000 muss man dann wieder mal tanken. Natürlich nur so viel, dass es wieder zu einem günstigsten Land reicht. Zum Beispiel in Europa ist das dann Spanien, wo ich für 1,25 getankt habe. Also Österreich, Deutschland, Schweiz werde ich nicht tanken, die überfahre ich und dann bin ich dann irgendwann in Ungarn. Mal schauen, da muss ich ein bisschen nachtanken, aber auch nicht so viel, weil in der Türkei wird es dann günstiger. Ja, das ist meine Reiseroute, damit habe ich jetzt gleich verraten, was so in welche Richtung das es geht, nämlich die Stanländer, wenn ich das sage, verstehen die meisten nicht, was damit gemeint ist. Das sind die Länder Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan. Ja, etwa in der Ecke werde ich mich bewegen mit anderen Leuten, mal zusammen, mal nicht. Das werden wir dann sehen, ein loser Verbund. Und ja, das wird so ab April dann meine Reise sein. Mein Sohn kommt mich noch besuchen, auf das freue ich mich, er auch. Im 20. April muss ich schon fast am Ende der Türkei sein. Also muss dann ziemlich Gas geben, weil ich erst Anfang April hier losfahren werde. Entweder mit Sandra oder ohne, das hängt von ihr ab, nicht von mir. Oder das werden wir sehen, vielleicht fliegt sie nach und ja, so ist das. Und ich bin gespannt. Aber das wird meine Reise sein und zusammen mit anderen Vario fahren und auch andere Autos. Und ja, bis im Herbst und ab Herbst bin ich dann immer noch in der Ecke. Und dann lasse ich es offen, vielleicht Saudi-Arabien wieder, vielleicht
anderes Land, Iran sicher. Ein Garnet habe ich bereits einfach mal gekauft. Wir reisen über Russland, da knallt es ja nicht, und mache da ein E-Visum, 40 Tage frühestens ab Reise, Grenzübertritt kann man das machen, online, und ja, hoffe, dass sie mich dann da reinlassen, als ja, neutrale Schweizer, wie auch immer. Ja, und dann reisen wir da durch und dann geht's nach Kasachstan, da braucht man kein Visum, und Kirgisistan braucht es auch keines, das ist super. Ja, die anderen Länder dann schon wieder, ja. Also, ich nehme euch natürlich wieder mit und bin selber gespannt, was mich da erwartet. Ich freue mich auch wieder, mein Fernweh, das ich immer ein bisschen in mir trage, ja, schlummert in mir und wird dann wieder beruhigt werden. Gut, das zu der Reise, zu meinem Vorhaben. Jetzt kommen wir aber zu den Kosten des Varius. Nach der letzten großen Reise war das eine, andere kaputt. Das waren aber Kleinigkeiten, unter anderem die Kugelendstücke der Spurstange. Habe ich nicht original gekauft, auch vom Vorgängermodell. Das passt da gerade so knapp rein und funktioniert. Hat jetzt 10.000 Kilometer drauf. Das Ding hat nur 70 Euro gekostet. Original kostet ja das über 350. Die Bremsscheiben hinten habe ich ja gemacht, zusammen mit den Klötzen. Da habe ich euch gezeigt. Die hatte ich schon gekauft und auch nicht original. Da war ich vielleicht bei 300-400 Euro. Dann noch ein paar Gummis, Stabi-Gummis und auch Federaufhängung-Gummis. Alles günstige Sachen. Weil ich halt die Arbeit selber mache, sind meine Kosten nicht bei 30.000, sondern eher bei, was war es, vielleicht 2.000, wenn ich jetzt da großzügig rechne, überhaupt. Jetzt ohne Neuanschaffung, ab und zu schaffe ich mir was Neues an, wie die Luftfeder. Darüber eben gibt es ein extra Videos, die waren aber auch nicht so teuer. Ja, genau, das sind so meine Kosten, also nicht hoch. Auch das Öl kaufe ich da, was natürlich günstiger ist, und. Es hält sich also alles im Rahmen, und der Vorteil ist eben nicht original, wenn es irgendwie geht. Gibt es ja gute Produkte auch von anderen Marken. Findet man alles im Internet, man gibt einfach die Originalnummer am besten in Google ein und dann schon kommen all diese Händler, und da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Dann suche ich mir das aus, was ich will, meistens Febi Bildstein. Keine Ahnung, ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf diese Marke eingespielt und dann suche ich die Originalnummer von Febi Bildstein, die eben passt, und dann suche ich in Google auch wieder nach der Marke und dann finde ich wieder verschiedene Händler und dann suche ich mir den besten Preis meistens und bestelle dann da. Es sei denn, ich habe andere Dinge, die ich da bestellt habe, und dann wechsle ich jetzt nicht gleich die Firma wegen ein paar Euro, wegen 5 Euro, dann wird das halt gleich mitbestellt. Ja, weiter gehen wir wieder zu den Arbeiten. Etwas habe ich nämlich fast vergessen. Ich habe ja einen neuen Unterfahrschutz gemacht. Der alte war 2 Santi zu kurz. Jetzt habe ich mir den neuen herstellen lassen. Der hat nur 220 Franken gekostet, also 230 Euro etwa. Neu ist der aber aus Aluminium. Ja, man sieht es ihm aber nicht an. Und mein Ziel war halt, noch leichter zu werden, hinten vor allem, vorne nicht. Und der ist bedeutend leichter. Und ja, natürlich ist er nicht so stabil wie ein Stahl. Ich hatte aber dafür die bessere Knautschzone. Ja, muss jeder selber wissen. Ich habe mich so entschieden. Und immerhin ist einer dran. Und wenn da einer in die Mitte reinfährt, dann nimmt er doch einiges auf, aber wenn der natürlich mit 100 reinbrettert, dann ist bei jedem Unterfahrschutz Feierabend. Schauen wir den an. Der ist aus 5 mm Aluminium, das Rohr selber, also stärker wie jetzt der, also mehr Wandstärke wie jetzt der Stahl.
Deswegen ist er ziemlich stabil. Ich habe ihn schwarz angemalt. Dann das hier ist 10 mm, das hat auch 2 mm mehr. Habe es zusätzlich hier noch verstärkt auf beiden Seiten. Also, wenn da mal einer reinbrettert, ja, dann ist er sicher verbogen. Dann muss er ersetzt werden. Ja, das ist jetzt so, aber die Kosten sind im Rahmen. Ja, dann habe ich noch was gemacht. Da oben, ihr seht, eine Leiste für ein Segeltuch, das heißt ein Regentuch, also nicht ein Sonnenstorren, sondern ein Regenstorren, den ich vor allem, wenn es regnet, brauche. Dann ist die Kabine abgedeckt, weil da leben die Hunde drin, meistens draußen, und dann kann ich da die Tür immer offen lassen und der Regen geht dann hoffentlich nicht rein. Weiter werde ich noch diese Pumpe installieren, das ist Motorvorwärmung, wenn der Motor in kalten Ländern vorgeheizt werden muss, dann kann ich das über diese Pumpe und einen Schalter machen. Ich warte hier aber noch auf ein 1/2 Zoll 19 mm Anschlussstück, das ich nicht mehr habe. Genau, das wird dann vorne installiert und man kann natürlich auch die Restwärme vom Motor brauchen dann. Und dann über den Wärmetausch, der ist ja schon installiert, schlussendlich die Kabine heizen. Ja, mein Camper hat jetzt praktisch Geburtstag. Jetzt ist er 3 Jahre alt in etwa und bis jetzt noch keinen großen Schaden, ein paar Kratzer. Natürlich, das gehört dazu zum Offroad. Wer keine Kratzer hat, der fährt auch nicht groß in die Pampa hinaus. Ja. Ja, und letztens war ich noch auf der Waage, und zwar war ich bei 7,450 Kilo mit 200 Liter Wasser und 400 Liter Diesel. Also ich habe noch ein bisschen Reserve, man darf natürlich auch noch die 2% Toleranz ausnützen, in Europa zumindest oder in Deutschland, Schweiz, Österreich. Weiter weg interessiert das fast keinen mehr, weil das Fahrzeug war mal bei 8,2 Tonnen zugelassen. Also wenn ich dann da 700 Liter Diesel habe, wobei der Diesel hat einen Faktor von 0,85, also 100 Liter sind 85 Kilo, ja, dann kommen nochmal etwa 300 Liter dazu. Das sind dann, wenn ich runterrechne, 250 Kilo so. Also immer noch gut. Die Hunde, alles war vollgepackt, 2 Räder, also passt. Ja, das war es wieder von mir. Ich bin jetzt etwa, ja, sagen wir 20 Tage noch, nähe Nürnberg. Falls mal mich jemand besuchen kommen will, ist er herzlich willkommen. War schon jemand da, war nette Gesellschaft. Über das hört ihr dann später mal in einem Video. Ja, war toll und danke, wart ihr dabei. Daumen hoch, lasst ein Abo da. Wie auch immer, also bis bald.